Der Postbote mit dem blauen Brief ging natürlich deine Mutter rein und deine Eltern schimpfen. Hör auf mit der Fußballscheiße, was fällt dir ein? Hier stehst du, bist kriminell, der Stecke nicht ins Heim. Gedrohen und Geschrei ging mir völlig am Arsch vorbei. Das hat genervt, doch scheißegal, doch scheißegal. Ein anderes Problem kam in Form von deiner Freundin. Ihr Unverständnis wurde dir zur Qual und sie war der Mann. Hör auf mit der Fußballscheiße, komm, lass es sein. Immer nur deine Freunde, lass mich nicht allein. Die ganze Woche hast du dich schon auf diesen Tag gefreut. Der Treffpunkt stand, der Gegner kann, der Gegner kann. Leider kamen auch die Spielverderber in zivilen Uniform. Sie nahmen alle fest, die sie dort sahen. Und der Bulle scheiße, hör auf mit der Fußballscheiße. Ich sag es dir, was vorliegt, das weiß ich nicht. Doch bis morgen bleibst du hier. Körperverletzung und angesiedeltes Wort. Nun wusstest du, was am Befehl war. Beweise Fehler zeige, doch du warst nun mal am Ball. So war für deinen Richter alles klar. Hört ja mit der Fußballscheiße, lassen wir es sein. Für heute noch Bewährung, das nächste Mal fahren sie ein. Der Sport ist exklusiv.